Die heutige Episode Disco Folks wird. Oh, scheiße. Die heutige Episode Disco Folks wird euch. Moment. Die heutige Episode Disco Folks wird euch präsentiert von 54.de, 5 als Zahl, 4 als Wort.de. Ja, geht mal gucken. Alberner Helge, alberner Helge, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Und wie ihr schon an unserem kleinen Intro, an unserer wunderbaren Werbung hören konntet, es geht langsam aber sicher auf den Sommer zu. Wir sind definitiv ziemlich am Ende mit den Nerven. Es sind 700.000 Grad bei mir in der Wohnung ungefähr. Johannes ist im Endspurt in seiner Tätigkeit als Lehrer. Die typischen geplagten Seelen vor den Ferien, die nur noch getrieben werden von Schülervorspielen, Durst. Ansonsten nur noch Schülerkonzerte, Schülervorspiel, vielleicht sogar noch so tolle Sachen wie Elterngespräche, ey, keine Ahnung. Eine gute Freundin von mir ist Lehrerin, die hat gesagt, ey, geil, bevor die Ferien bei mir anfangen, sind eh nur noch 3 Tage Projekttage. Ich mache aber keine Projekte, ich habe schon frei. Johannes, schön, dass du da bist. Wie ist es bei dir? Wie ferienreif bist du? Ach, fick dich. Nein. Ja, ich bin ziemlich ferienreif. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich eine Woche früher frei bekomme wegen Überstunden und habe auch mit diesen ganzen Projekten nichts mehr am Hut. Wie erkläre ich das am besten? Ich kriege quasi auf dem Zahnfleisch ins nächste Wochenende und habe genau das alles gerade durch. Also bin mittendrin in Schülerkonzerten, Schülervorspielen, Schüler erzählen, wie amazing sie so sind und krass. Erzählt bekommen, wie amazing ich so bin. Aber sag mal so ein bisschen ich bin ja jetzt nächstes Jahr 10 Jahre raus aus dem Unterrichten. Irre, ist mir jetzt hör mit dem, ihr Leute, ihr seht das, aber du kannst ja dein selbstgefälliges, blödes Grinsen kannst du dir tief in den Pöter jagen. Johannes, erzähl doch mal, wie ist das denn so? Wenn dann so diese letzten Tage vor den Ferien sind, kommen die Eltern dann auch gerne mal so mit zum Unterricht, um sich mal so ein bisschen mit dir darüber zu unterhalten, was der Filius so für Fortschritte gemacht hat? Du wirst lachen, die Eltern dürfen nicht mit zum Unterricht. Das ist geil. Das ist geil, super. Ne? Das ist echt krass. Die Zeugnisse, also nicht sowas Zeugnisse wie Elterngespräche sind ja, Zeugnisse oder sowas. Sind ja geschrieben. Ne? Ich schreibe ja Zeugnisse tatsächlich, obwohl krass. Also Zeugnis für Gitarre ist schon fett. Das ist geil. Ist das ein Notenzeugnis oder schriftliches? Ja, allgemein bei der Schule mit so 5, 6 Kategorien, ich bin Note. Ja, ja. Cool. Und kannst du mal ein Beispiel geben, was du dann da, 5, 6 Kategorien kann ich mir jetzt irgendwie schwer vorstellen. Vorbereitung zum Unterricht, Motivation / Benehmen. Also ich muss es natürlich übersetzen, weil die Schule ist, wie gesagt, englischsprachig. Feinmotorik, Spielhaltung, was denn noch? Interpretation, krass. Musikalität, Rhythmusgefühl und so weiter und so fort. Und daraus wird dann eine Note zusammengesetzt, die aufs Zeugnis kommt? Wir machen einen offenen Kommentar und benoten diese Dinger einzeln und das wird dann quasi dem Schüler bzw. den Eltern übergeben. Boah, krass, das ist aber eigentlich ganz geil, weil das muss man jetzt mal betonen, das hat man ja als Instrumentallehrer sonst nicht so oft, ne? Also ist mir zum Beispiel noch nie begegnet. Ich sehe das von zwei Seiten. Ja, ist eigentlich gut. Andererseits, jetzt reden wir mal von einem sechsjährigen Erstklässer, der oder bei einer britisch geführten Schule manchmal auch schon ein 5-jähriger Erstklässer, der dann mit der halben Gitarre da sitzt und versucht, alle meine Händchen irgendwie einigermaßen gerade irgendwie rauszukloppen und dann soll zu Interpretation benoten. Ja gut, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, aber gut, okay. Wobei, wenn da so ein kleiner Mozart dabei ist, der... Ja, sind nur kleine, weißt du, sind nur kleine Mozarts. Ich habe nur Wunderkinder. So ein paar schöne Koloraturen und ich so. Ich bin geprägt von Stolz. Ich bin mit Stolz geschwollener Brust über die Wunderkinder, über dieses
wie soll ich das nennen? Also die stolz geschwellte Brust ob des geballten Talentes und des Enthusiasmus für die Muse. Aber lass mal so, ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer auch so ein bisschen. Also ich kann mich noch an meine Zeiten erinnern vor den Sommerferien. Das war jetzt nicht so eine krasse Schule wie bei dir. Das war also ein bisschen halt so komplett privater Sektor, wo ich unterrichtet habe. Und da war es ja auch so ein bisschen sehr viel Wohlfühlatmosphäre dem zahlenden Kunden gegenüber. Wir hatten dann in den letzten Tagen von den Ferien eigentlich immer noch so ein Musikschulsommerfest, wo man dann gebeten wurde, irgendwie Bands zusammenzustellen. Ja, bei uns letztes Wochenende. Ja, sowas halt. Ne? Und war ich nicht. Bei uns gab es dann auch so, in einer Musikschule gab es sogar sowas wie offene Tag der offenen Tür im weitesten Sinne, wo wir dann wirklich unterrichtet haben, aber die Türen waren offen und dann konnte halt jeder mal sich schnuppern. Konnte diese gar nicht verprügeln, ne? Konnten wir sie gar nicht verprügeln, das war total ungewohnt und da hatte ich dann schon oft so Eltern, die dann wirklich sich die Mühe gemacht haben, sind dann irgendwie teilweise auch dann interessanterweise die Elternteile, die du nicht immer gesehen hast, weil sie das Kind eh gebracht und abgeholt haben, sondern dann oft nochmal der andere Elternteil und die haben dann echt immer so wie an einer normalen weiterführenden Schule auch so ganz interessiert Fragen gestellt zum Unterrichtskonzept zur Entwicklung des Nachwuchses und so fand ich immer. Und die einzig schwierig. Richtige Antwort ist halt die Fresse. Ja, eigentlich ja, ne? Ja. Eigentlich wirklich. Aber mal so deine. Also weißt du, das ist ein bisschen so, pass auf, aber gehen wir doch mal einfach in einen anderen Berufssektor. Also ich meine, wir wollten ja. Ja, lass uns die Leute kurz abholen. Wir haben uns abgesprochen, wir machen heute eine leichte Sendung mit leichten Themen. Heute wird viel gut. Gib mir 2 Minuten. Also ich werde jetzt nicht über die aktuelle Situation von Musiklehrern im Allgemeinen daher schwadronieren. Da habe ich mich schon öfter zu geäußert, werde ich jetzt gar nichts zu sagen. Im Besonderen sei mal darüber nachzudenken, dass gerade auf dieses Thema Unterrichtskonzept besprechen und so weiter. Jetzt sag mal, du hast hier so ein Ingo, dem sein 6-jähriger Kevin irgendwie bei dir Gitarre lernt, ne? Mhm. Und kenn ich gut. Dieser Ingo ist von Beruf, sagen wir jetzt mal, ist ein Handwerker, ist ein Handwerksmeister, der hat sein Zeug, der kann sein Zeug, ne? Der schimpft auch Wochenends meistens am Stammtisch über Ausländer, aber der kann halt gut Dächer decken oder so, ne? Richtig so, guter jetzt hab ich den richtig guter Deckhengst. Jetzt habe ich den Ingo engagiert, um mein Dach neu zu decken, ne? Jetzt hat der Ingo wahnsinnig Bock darauf, dass ich neben dem auf dem Gerüst stehe und zum sag, welcher Philosophie folgst du denn, wenn du die Dächer hier eindeckst? Oder nach welchen Kriterien wählst du denn das Material aus, was du hier verbaust oder sowas? Und genau so ist das für uns Musiklehrer, wenn so Horsteltern kommen. Und also ich meine, Leute, wirklich Eltern, jetzt wirklich bei aller Liebe, aber ihr müsst uns da auch einfach vertrauen und uns dabei nicht so auf den Sack gehen. Wir machen unsere Arbeit gut. Keiner ist Musiklehrer, der da keinen Bock drauf hat. Und keiner ist Langmusiklehrer, der das nicht auch irgendwie kann und im Blut hat. Und ihr macht unser Leben nicht leicht. Jede Frage, die ihr euch stellt, müsst ihr mit der Anzahl der Schüler multiplizieren, die wir Lehrer versorgen. Und wie auch immer. Ich glaube, die 2 Minuten sind auch rum. Long story short, Ingo steht dann halt in der Musikschule und fragt mich nach meinem Unterrichtskonzept. Der Unterschied zwischen mir und Ingo ist der, dass wenn Ingo auf dem Dach steht und ich den nach seinem Konzept des Dachdeckens frage, Ingo zu mir sagen darf, ich soll die Fresse halten. Ja. Während ich aber zu Ingo nicht sagen darf, er soll die Fresse halten, weil das in meinem Handwerk nicht Usus ist. Aber Herr Schier, mir ist aufgefallen, mein Jonas, der übt gar nicht freiwillig zu Hause. Ne? Wir müssen den immer triezen, immer dazu anhalten. Sie müssen den auch einfach mal mehr motivieren. Du hast ja heute, du stichst ein Bienenmesser, ist dir bewusst. Ne? Ich habe in der Tat, ich werde jetzt nicht weiter ausführen, ich habe in der Tat genauso heute einen Schüler verloren, der jetzt bei einem anderen Lehrer weitermacht, weil ihn das vielleicht mehr motiviert. Ah ja, das ist auch ein gutes Konzept. Finde ich auch. Sind auch absolut vernünftige und auch absolut, also tolle Eltern auch, die, wie soll ich sagen, die dem Kind auch die Werte beigebracht haben und die dem Kind natürlich auch super beigebracht haben, dass man Sachen nicht einfach lernt, wenn man sie gern tun würde.
sondern dass man halt auch ein bisschen was tun muss dafür. Vielleicht bin ich da zu oldschool. Das klingt jetzt auch alles so ein bisschen cringe, wenn ich mir selber zuhöre. Aber ja, aber da bin ich ja schon bei dir. Ich meine, man kann es auch heute modern formulieren mit der 10.000-Stunden-Logik und so, dass man das natürlich ist heute schon nicht. Wird. Nein, das ist nicht mehr modern. Ja, die ja. Zeiten sind vorbei. Vergiss das. Du, du würdest dich wundern. Du kämst heute in den Schuldienst zurück, in den Musikschuldienst und würdest tatsächlich du würdest dich wundern, wie wenig man noch schlagen darf, zum Beispiel. Ja. Und mein ganzes Unterrichtskonzept basierte ja ausschließlich auf Schlägen. Tritte. Muss ich sagen. Tritte, viele Tritte, weil die Hände waren ja an der Gitarre. Ja, vor allem also. Die Tritte, die fallen unterm Tisch nicht so auf. Ja, man sieht es auch nicht direkt. Ne? Also ich hab dann relativ schnell gelernt in meinen Anfängen, dass Schläge auf die Finger vor allem, das sehen die Eltern sofort. Ins Gesicht geht gar nicht. Aber Schienbein, das ist ganz gut, weißt du? Also vor allem im Winter, wenn die Kinder lange Sachen anhaben. Das ist echt klasse. Auf jeden Womit Fall. Wir jetzt bei den leichten Themen werden. Kinder verprügeln. ist ja super. Ach, weißt du, Johannes, die grundsätzliche Frage ist ja auch immer die, macht es überhaupt Sinn, sich einen Podcast anzuhören, der voller leichter Themen ist? Wenn ich das will, höre ich mir die Supernasen an. Da weiß man, was man bekommt. Da geht's ja mal, dann lernst du in jeder Folge, lernst du ein neues Lied von Mike Krüger kennen, weil er zu Recht nicht in die Charts geschafft hat. Und ich weiß aber auch nicht, ob das so ein leichtes Thema ist, auf jeden Fall. Ja, crazy. Nee, ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr leichtes Thema. Ich war ja letzte Woche in Holland. Wer die letzte Folge gehört hat, der hat das vielleicht mitbekommen. Es gab ein paar sehr lustige Sounds und zwei lustige Dropouts während unserer Folge, weil ich mal vom Campingplatz aus in Holland am Meer, wir haben spontan eine kleine Auszeit gemacht und haben von da mal eine Folge aufgezeichnet, die ihr euch natürlich anhören könnt. Ne? Folge 77. Während ich hier auf allen Vieren im Berg rumkriech. Genau. Und ich habe da was Neues gelernt. Vielleicht habt ihr es auch schon so gehört, aber es soll jetzt mal ein schönes, sommerliches, leichtes Thema zum Einstieg. Die Holländer sind richtig smart. Und wenn mir eins aufgefallen ist an den Holländern, dann, dass die am Meer eigentlich noch krasser als die Briten und die Deutschen die Sonne lieben. Ne? Also die Holländer, die sind nicht braun, die sind knallrot. Und kennst du das, wenn Leute so von beiden Seiten sich alle halbe Stunde einfach nur wenden? Ja, polnische Flagge. Genau, nee, meine ich gar nicht, sondern die sind komplett durchgebräunt. Es gab auch direkt in der Nähe einen riesen FKK-Bereich und selbst im Nicht-FKK-Bereich waren alle nackt. Also die Holländer baden super gern nackt in der Sonne. Es war auch keine Sau im Meer, weil die Nordsee natürlich schweinekalt und manchmal auch nicht so geil einfach ist. Gut, dann sieht in der warmen Sonne der Pimmel doch größer aus. Auf jeden Fall. Aber krass ist halt, die werden gar nicht braun, sondern die gehen direkt von ihrer durchaus ja auch etwas helleren Hauttypus, gehen die also direkt ins Rot und dann aber nicht in so ein, ich bin verbrannt rot, sondern Moment, so ein, lass mich da kurz, so ein Dauerrot. Lass halt. Mich da kurz AfD-Duktus benutzen. Du meinst Bio-Holländer. Bio-Holländer, okay. Genau. Also echte Bio-Holländer, wie man sie sich aus dem Bilderbuch vorstellt. Bio-Holländer könnte übrigens auch eine geile Käsesorte sein. Der neue Bio-Holländer. Von der Rügenwalder Mühle. Bio-Holländer. Ja, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Also heller Hauttyp, sehr blonde Haare, relativ groß, witzige Sprache. Also ich irgendwo zwischen Brigitte Nielsen und Hulk Hogan. Ja, okay. Eigentlich ziemlich genau wie Hulk Hogan. Also wenn man die A-Team-Folgen... So Pornobärte. Viele. Wenn man allerdings die A-Team-Folgen aus den 80ern noch kennt, wo Hulk Hogan mitgespielt hat, da gab es ja zahlreiche. Gibt es einige. Da hat er ein ähnliches Rot wie die Holländer am Meer. Ne? Also es ist mir echt extrem aufgefallen. Die haben auch zum Beispiel an dem Strand, wo wir waren, gibt es Liegen zum Leihen. Die hatten so ein Schild aufgestellt und so Deutsche wie ich, die so ein bisschen Hautkrebsrisiko im Sinn haben und generell nicht so gerne stundenlang in der Sonne liegen. Also ich bin da sehr spießig. Ich lege mich maximal so 20 Minuten in die Sonne und dann ist mir das zu warm. Und sobald ich anfange so zu schwitzen von der Sonne, habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und deswegen bin ich eigentlich immer jemand, der gerne an den Strand geht, wo es Bäume gibt. Das gibt es halt natürlich in vielen Orten nicht. In Italien zum Beispiel ist das ganz geil. Da gibt es zu fast jedem Campingplatz haben die meistens einen eigenen Strandabschnitt, wo die liegen und so Sonnenschirme in irgendeiner Form fest installiert haben. Und du kannst dir dann gegen eine kleine Gebühr leihen. In Afrika hatten wir das jetzt, dass dann an jedem Strand eigentlich sofort einer gelaufen kam und sie halt irgendwie was vermieten wollte für kleines Geld. Der hat sich einfach gegen Geld neben dich gestellt, wie so dir seinen Schatten gespendet. Die leichte Sommerfolge.
Naja, und die Holländer sind halt krass drauf. Wir sind dann halt zum Strand runter und wollten auch was mieten. Und die haben das ja alles da aufgebaut. Es gab auch so eine Tafel, wo halt dann stand, das und das kannst du mieten, eben in dieser lustigen Sprache. Sind dann zu einem sogenannten Paal hoch. Das sind diese auf Stelzen hochgebockten Strandbars, wo man so wunderbar sitzen kann, was essen, trinken kann. Haben dann da so richtig deutsch halt nachgefragt, ja, Entschuldigung, wir würden gerne was leihen. Müssen wir uns da hier melden? Wie funktioniert das denn? Die Holländerin sehr, sehr ja, sehr hippie-mäßig drauf und die war sehr locker, meinte so, die war wahrscheinlich so wie Luna. Ja, Luna Akzent. In alt. Ja, alt? Genau. Ja, Luna genau. Ist alt. Ja, die war aber noch älter. Also es okay. Könnte Lunas, vielleicht war es Lunas Mutter. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Auf jeden Fall hat Lunas Mutter dann so sinngemäß gesagt, wenn ihr Glück habt, kommt keiner. Und dachte mir so, ah ja, geil, okay. Und war quasi der Deal, ja, wenn einer kommt, dann zahlen wir halt. Und wenn nicht, dann kann man sich das einfach selber da wegnehmen. Also es hat niemand, der das organisiert. Und dann sind wir dahin und die hatten einfach original gar keine Sonnenschirme. Und an dem Tag habe ich mir das Spiel nochmal angeguckt. Wir haben uns dann so eine... Ich müsste eigentlich jetzt Bilder auf YouTube mit hochladen. Es gibt in Holland sehr weit verbreitet, weil der Winter so krass ist, diese, kennst du diese Strandmuscheln? Ja. Aber in ein bisschen halbe, geiler. Halbe Zelte. Ja, halbe Zelte, sehr halb, also eher oval, offen geschnitten, die man ja eigentlich gegen den Wind aufstellt, damit der Sand halt nicht so auf deinen Liegeplatz bläst. So, und jeder, der so ein Ding hatte, hat das gegen den Wind und den Rest volle Kanne in die Sonne. Also man liegt volles Brett in der Sonne und hat das Ding zum Abschirmen. Philipp nimmt sich so ein Teil, erste Schwierigkeit, da die Sonne natürlich genau gegen den Wind stand, musstest du erstmal gucken, wie du das Teil arretierst, weil das ist ja wie Segeltuch, fliegt ja natürlich erstmal quer über den Strand. Da habe ich mich da schon halb peinlich gemacht und dann habe ich das, dieses Halbzelt gegen die Sonne gestellt und dann hast du ungefähr 30 Zentimeter Schatten. Das heißt, du kannst dich dann im Halbrund in diese Muschel legen, musst dich aber so auf deine Schulter legen. Fötushaltung. Damit du im Schatten bist, ne? Das muss so scheiße ausgesehen haben. Aber da ist mir aufgefallen, in einer etwas längeren Beobachtung, dass die Holländer wirklich teilweise in der Zeit, also wir waren so 2, vielleicht 3 Stunden am Strand. Ich lag da in meinem Schatten, also habe zumindest versucht, im Schatten zu liegen, habe immer meine Muschel mit dem Schatten so ein bisschen bewegt, wie so ein Einsiedlerkrebs. Und die Holländer, die liegen einfach in der prallen Sonne und werden rot, 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 rot. Unfassbar. Und dann habe ich festgestellt, und da komme ich nämlich zu meinem leichten Thema für heute, mein Urlaubsthema, dass die Holländer, richtig smart wie sie sind, ein Problem entdeckt haben. Und zwar, wer hätte das gedacht? Hautkrebs ist ein Riesenproblem in Holland. Jeder Dritte hat Hautkrebs in Holland, weil die so gerne an irgendwelchen Stränden liegen oder vor ihrem Karawan. Und jetzt haben die eine super Lösung gefunden, und zwar... Sonnenschirme. Nee, das hätte ich ganz gut gefunden. Überall in Holland stehen ja noch die Desinfektionsmittelspender von Corona rum. Und da ist jetzt Sonnencreme drin? Da ist jetzt kostenlose Sonnencreme drin, die jeder sich einfach nehmen kann, wenn du mal deine vergessen hast. Und das soll die Holländer anreizen, A, sich einzucremen, aber B, was macht der Holländer? Geil, Sonnencreme, jetzt kann ich noch länger in der Sonne liegen. Es ist so bescheuert. Also wenn ich an die Holländer denke, die ich damals so kennengelernt habe, eben, wir haben hier im in der Nähe in Saarburg, ein ja. Landal Green Park, der schon immer von Holländern oh, ja. stark frequentiert wurde. Und was man da so kennengelernt hat, ich glaube da, ich weiß nicht, ob ich mich mit öffentlichen, wie soll ich das sagen, mit öffentlichen Sonnencremespendern, also mit dem, was da drin ist, einreiben würde, weil A, ich sag mal so, nach dem dritten Amstel halten die auch einfach die Pommes drunter. Die Vorstellung ist echt zu schön. Und nach, oh, ist Mario. Wäre ein total lustig, hätte zu machen müssen. Einfach mal mit Pommes da drunter gucken, wie die gucken. Ah, aber scheiße, ich glaube, glaub, da nachts kommt hundertprozentig irgendeiner auf die Idee und ejakuliert da rein. Oder haut nein, ejakuliert da einfach rein. Meinst du? Ja. Und freut sich den ganzen nächsten Tag darüber, wer sich damit alles einreibt. Aber ist und ja das ist nicht meine Dirty Mind. Ich rede nur von Erfahrungen mit holländischen Gleichaltrigen. Wie viel Berührung hattest du denn schon mit holländischem Ejakulat? Innen oder außen? Oh, das ist eine gute Frage jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, weil ich in Amsterdam schon so alles im Mund hatte. Ja, ja, verstehe ich. Meistens hat es gebrannt. Aua. Kann ich auch verstehen. Muss ja nichts heißen. Ich hatte auch ein Bierglas. Ich habe versucht, holländisches Bier zu trinken. Kann leider, ey, tut mir total leid, liebe Nachbarn, aber es war wirklich ekelhaft. Grolsch. Ja, das fand ich nicht so gut. Finde ich aber auch nicht so schlecht. Nee, das ging. Also ich bin jemand, ich trinke ganz gerne im Urlaub Bier. Du merkst halt, Holland ist ein Kifferland.
Ja, es ist irgendwie so ein süßliches, so süßlich im Abgang und die Kohlensäure ist auch irgendwie nicht so ganz geil eingestellt. Also irgendwas ist so ein bisschen komisch bei dem ganzen Bier. Und dann hatte ich aber auch in diesem Pal, waren wir dann später was trinken und da hatte ich zweimal ein Glas, wo noch Lippenstift dran war. Wo andere Leute auch schon sagen, lass mal zurückgehen, wo ich nur dachte, ey, easy, komm. Lässt du zurückgehen und dann sagt dir der Kellner, das ist kein Lippenstift, das ist Hämorrhoidensalbe. Genau. So. Ich glaube, ich hatte auch mehr Angst vor der Antwort, die ich dann bekommen hätte, wenn ich es zurückgehen hätte lassen. Also das ist auf jeden Fall so meine Urlaubserfahrung, die ich unbedingt mit euch teilen will. Also liebe Disco-Föxianer, wenn ihr vorhabt, in der nächsten Zeit nach Holland zu reisen, ihr könnt die Sonnencreme komplett getrost zu Hause lassen. Also ganz, ganz einfach. Es gibt überhaupt gar keinen Stress. Oder die Mayo. Im Zweifel, also ich habe sie nicht probiert, muss ich jetzt dazu sagen. Das war jetzt ein bisschen einfach mal schön die Frikandel unter die Sonnenmilch Die gute Frikandel. Genau. Mal eine andere Frage, Johannes. Hast du gespielt die letzten Wochenenden oder hast du noch zu spielen jetzt im Sommer? Ich habe im Sommer noch ein bisschen zu spielen. Ach, ich habe letztes Wochenende gespielt, war auch sehr schön. Ja, hatte ich doch so im Kopf, dass du da einen Auftritt hattest. Mit einem Orchester in Luxemburg gespielt, was wirklich sehr schön war, sehr anstrengend, nachtschichtmäßig, aber es waren halt lange Abende, lange Proben. Und habe mir dann noch einen Freundschaftsdienst aufgedrückt, sprich am Abend des Gigs hatte ich dann noch die Obligation, einen Freund und ein paar seiner Bekannte auf den Flughafen zu bringen, sodass dann Verabredung um 3 Uhr morgens war und dann noch so, weiß ich nicht, 1,5 Stunden rumgefahren anstand, um alle einzusammeln und dann wegzubringen, sodass ich dann letztlich irgendwann morgens um 5 dann mal im Bett lag und mich über die Arschlochvögel geärgert habe, die vor meinem Fenster im Garten am Rumbrüllen waren schon wieder, schon wieder am Aufgehen war. Aber das ist aber auch nett von dir, muss man wirklich mal sagen. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall war aber an sich ein ganz gutes Konzertwochenende. Ich freue mich jetzt tatsächlich aber auch so ein bisschen auf Leerlauf. Naja, deswegen frage ich nämlich, ne, weil so die Urlaubszeit steht ja an. Wann bekommt ihr Luxemburg-Ferien zum Juli hin, ne? Also Luxemburg bekommt Ferien zum Juli, unterschiedlich je nach Schultyp, wenn ich mich recht erinnere. Bei uns geht es wirklich mit dem 30. Juni ist Schicht. Naja. Ich habe jetzt halt Glück, die Woche hier ist für mich kurz. Luxemburg hat am 23., also am Erscheinungstag dieses Podcasts, also Nationalfeiertag. Es wird tatsächlich der nachgefeierte Geburtstag des Großherzogs ist. Insofern ist der Führergeburtstag gar nicht so weit weg. da stehen natürlich monströse Feierlichkeiten jedes Jahr an. Ist auch eigentlich ganz schön. Und Luxemburg hat ja zusätzlich immer am Wochenende vorher, was du auch in Berlin hast und was du auch im frankophonen Raum komplett hast, die sogenannte Fête de la Musique. Oh ja, das ist ganz schön. Die Franzosen auch nach Berlin gebracht haben, wenn ich mich da richtig informiert habe, wo halt einfach ein ganzes Wochenende lang Bands überall spielen, Bühnen schon stehen und so weiter und so fort. In Luxemburg cool. Bleiben die dann stehen, sodass quasi der Nationalfeiertag, also der Vorabend ist dann so die fette Sause und dann der Nationalfeiertag selber ist nochmal Sause. Die und dieses fette, Jahr geht's die fette halt Sause oder die fette de Sause? Die fette de Sause. Die fette de Sause. Auf jeden Fall, dieses Jahr erwarte ich da relativ wildes Gefeier, weil halt eben der Nationalfeiertag selber auf den Freitag fällt. Und normalerweise ist das halt irgendein Wochentag und am nächsten Tag geht wieder alles arbeiten. Und jetzt ist halt noch der Samstag und der Sonntag danach. Das heißt, also ich weiß nicht, ob ich mir antun gehe, weil auch Trier Stadtfest hat. Ist alles und ich auch einfach keinen Bock habe. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich völlig im um mal mit den Worten meiner toten Mutter zu sagen, im Solper liege und quasi wie so ein Schinken in der Salzlake einfach vor mich hingammel. Weil ich einfach nicht mehr fähig bin, noch irgendwas zu machen. Das wird sich alles noch zeigen. Ist in Trier Stadtfest oder Altstadtfest? Altstadtfest. Ne? Altstadtfest. War das nicht früher auch immer später im Jahr? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich freue mich schon. Ist das an die Ferien gekoppelt? Ich freue mich schon wahnsinnig wieder auf die Missinterpretation, auf die kollektive Missinterpretation des Wortes Stimmung. Mhm. Dazu möchte ich ganz kurz vielleicht verweisen auf meinen Senf.
Nummer 49, der nächsten Montag erscheinen wird, der, wo ich jetzt von ausgehe, dass die meisten Leute denken, den habe ich wahrscheinlich nach dem Konsum des Altstadtfests geschrieben. Ich habe aber tatsächlich vorher aus der Erinnerung also, früherer Zeit heraus schon, genau, ich Johannes konnte schon in die Zukunft sehen, wie das Altstadtfest hier wird. Der Halligalli-Nostradamus sozusagen. dazu braucht es jetzt kein Altstadtfest, sondern einfach mal meine Gedanken zur Missinterpretation des Wortes Stimmung und dem, was die Deutschen so für Stimmung halten. Sagen wir mal so. Okay. Natürlich auch geprägt von der Gesamtstimmung dieser Zeit, die jetzt wenig mit Stimmung, also wie auch immer, lesen. Auf jeden Fall, also erscheint dann am Montag, das müsste dann der 26., glaube ich, sein. Ich gucke nochmal gerade nach. Genau, der 26. Also jetzt am Montag kommt die neue Ausgabe von Schier sein Senf für euch. Auf 54.de auf mal reingucken. Ne? Also yeah, absolut mal reingucken. Wir haben ja auch ein bisschen was mit denen zu tun. Ansonsten möchten wir uns ganz gerne noch für Zuschriften bedanken. Wir haben wieder Post bekommen. Niklas! Nee, diesmal nicht von Niklas. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht, denn vielleicht ist es Spoiler-Alert oder eher Trigger-Warnung. Vielleicht ist es auch für manche Leute so ein bisschen krass. Wir haben ja in einer der letzten Folgen, ich glaube sogar in der letzten darüber gesprochen, dass ein neues Album von Michael Wendler kommt. Ich weiß noch nicht genau, wann. Aber wir haben uns so grob darüber unterhalten, dass ein deutscher Schlager, Popschlager-Produzent nach Amerika geflogen ist, um mit Michael Wendler an den nächsten krassen Tracks zu arbeiten. Und ich hatte mich eigentlich schon darauf gefreut, dass wir uns an dem Album abarbeiten. Aber wir haben tatsächlich eine Zuschrift bekommen, dass jemand dann not so amused wäre, die Musik zu hören. An der Stelle, gute Nachricht, ihr müsst es ja nicht hören, ihr müsst ja nur hören, wie wir also, darüber reden. Nein, wir machen das noch anders, das habe ich mir nämlich überlegt. Ja, also, ich muss immer so ein bisschen Schleichwerbung machen, ich bin so ein bisschen inspiriert, ich höre im Moment viel den Podcast Verbrechen am Fernsehen von und mit Anja Rützel. Eigentlich nur wegen dem Namen. Geil, ja. Nee, aber ich mag teilweise die Art, wie der Podcast aufgezogen ist, nicht. Finde das teilweise relativ unsympathisch, muss ich leider gestehen. Aber okay, oft sind die Themen sehr schön, weil es halt tatsächlich um die Verbrechen des Fernsehens heute und auch früher geht. Zum Beispiel fand ich sehr amüsant in der letzten Folge eine größere Rubrik zum Thema Flitterabend mit Michael Schanze, wo ich sehr drüber lachen musste. Long story generell short, die umgehen die Problematik des Zitatsrechts sehr, sehr intelligent. Und zwar hat die Frau Rützel da ein Team von Schauspielern engagiert, die zum Beispiel Love Island oder Naked Attraction oder irgendwie, Germany's Next Topmodel und was es alles gibt, als Hörspielformat die originalen Dialoge, um die es halt geht und die der Zuhörer dann auch eigentlich kennen muss, damit er halt darüber auch lachen kann. Okay. Sehr, 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 sehr originalgetreu nachspielen, sodass man sich wirklich ein Bild drüber machen kann, ohne dass aber gleich Zitatrecht und wie auch immer Problematik in der Hand. Das ist trotzdem schwierig, weil ich versuche das jetzt für uns zu übertragen. Ich meine, was wir machen können, was wir mit den Scorpions gemacht haben. Ich habe ja die Zuschrift gesehen, die du da bekommen hast und ich denke einfach, wir singen die Songs selber. Wir singen die Songs vom neuen Wendler-Album hier einmal durch in der. Ja, also ich würde zumindest ganz gerne mich nach den Sommerferien, das ist ja auch nochmal ganz wichtig für euch, heute ist der 23. Nächste Woche gibt es noch eine Folge auf den 30.06. von uns und dann gehen wir erstmal in eine Sommerpause. Das hatten wir schon angekündigt. Gehen wir ins Eremitentum. Genau, und dann werden wir natürlich auch wieder nach den Ferien, wie eigentlich alle, in die nächste Staffel starten mit natürlich auch dem einen oder anderen Neuen im Gepäck. Wir hatten ja mal in irgendeiner Folge über eine Rubrik für Johannes gesprochen, die ein Kölsch für Herrn Schier. Kölsch für den Schier. Genau, also das wäre vielleicht eine Option, über die wir mal nachdenken und in uns gehen in der Sommerpause. Und ich habe mir definitiv vorgenommen, weil ich habe hier immer noch ein Schätzchen liegen, Johannes. Das liegt hier schon seit bestimmt einem Jahr auf meinem Schreibtisch. Europäisch oder pur? Sag nix. Das hatte ich schon mal präsentiert. Das ist eine Live-Scheibe. Moment, Philipp, darf ich den Zuhörern sagen, was du gerade in die Kamera hältst? Oder wollen wir ich weiß noch nicht so genau, ob was ein bisschen... Eine Michael-Wendler-Live-Platte. Weißt du was? Ich weiß genau, was wir tun. Gold. Ich weiß, was wir tun. Ich bin nur wir ein hören Spieler. Die uns im Podcast an, aber nur die Ansagen zwischen den Songs.
Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Also ja, du musst jetzt die CD halt auch mal durchhören, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die liegt schon länger hier, aber das habe ich mir unter anderem vorgenommen und ich weiß halt, wie gesagt, noch nicht, wann das neue Album kommt. Aber mit Sicherheit aber im Verlauf des Jahres. Das heißt, wir werden auf jeden Fall vielleicht uns eine Rubrik mit Michael Wendler Habe ich schon. Überlegen. Ich habe beschlossen, ich will eine neue Rubrik für DiscoFox einführen nach den Ferien mit dem Namen Aneinanderreihung von Scheiße. Nicht schlecht, ja, das trifft es ganz gut. Ja, ja, finde ich auch, weil eigentlich war ja der Gedanke der, ja, den schneiden wir aus unserem Song raus. Nee, ich will einen eigenen Wendler, ich glaube, ich will einen eigenen Wendler-Bumper. Ach so, wie mein Scorpions-Bumper. Ja, vielleicht kriegen wir noch sowas etwas Hochpoliertes irgendwie auf die Reihe. Was willst du denn in die Kategorie Aneinanderreihung von Scheiße packen? Zwei große Themen, die beide Aneinanderreihung von Scheiße sind. Also zum Beispiel extra schlechte Tage von mir oder Zuschriften zum Beispiel, wo sich halt die Scheiße extrem aneinanderreiht. Du kannst aber Aneinanderreihung von Scheiße halt auch so interpretieren, dass du sagst, okay, eine Wendler-Live-Platte oder zum Beispiel die Biografie von Rudolf Schenker, die ich gelesen habe. Ja. Oder aber auch der esoterische Kalender, den du mir dieses Jahr netterweise zu Weihnachten geschenkt hast. Ich kann sehr gut Scheiße finden und dir schenken. Das kann ich richtig gut. Ja, oh, warte. Du kannst mir aber auch schöne Sachen schenken, wie ich kürzlich festgestellt habe. Ja, ab und zu aber, muss das ja auch mal sein. Ja, gut. Nee, aber finde ich gut. Also haben wir schon mal auf jeden Fall die Kategorie, finde ich auch super, weil das sehr offen ist. Das heißt, wir könnten versuchen, in jeder Folge, wenn uns was begegnet ist, die Kategorie aufzurufen und könnten dann halt eben aus dem Alltag könnten das Sachen sein oder, wie du schon gesagt hast, irgendwas, was man im Fernsehen gesehen hat. Ne? So wie ich jetzt zum Beispiel jetzt die Geißentöchter entdeckt habe, das wäre ja auch eine Aneinanderreihung von Scheiße. Aneinanderreihung von Scheiße zum Beispiel. Ich hab zum Beispiel online gesehen in deiner Timeline, dass du neulich böse im Stau gesteckt hast. Ja. Ich habe nur gelesen, wir sollten gerade auf der Bühne sein, wir sind aber eigentlich noch im Stau. Erzähl doch mal davon. Ja, gibt eigentlich nicht viel Dramatisches zu erzählen. Es hat der absolute Klassiker. A, mega heiß. B, so ein Auftritt samstags nachmittags. Normalerweise, die meisten Leute wissen ja oder kennen Köln in der Regel so, dass es halt relativ viel Stau hier gibt. Das stimmt auch. Allerdings ist das echt immer auf so bestimmte Zeiten eigentlich begrenzt. Also man kann eigentlich Berufsverkehr. Also ganz klassisch morgens, mittags oder vor allem Freitag schon ab Nachmittag oder um die Mittagszeit. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass Berufsverkehr ein super Wort für Prostitution ist? Ich glaube, das ist denen auch schon lange bekannt. Also wenn ich einen Puff aufmachen würde, würde ich den Berufsverkehr nennen. Ne? Naja, Berufsverkehr. Fall, definitiv. Okay. Also alles bei der Karlauer ist jetzt nicht der Stein der Weisen, den ich hier gerade neu aus der Taufe. Ich sag mal so, es reicht noch nicht mal für ein Okay, gut. Aber sei dir gegönnt. Ist auch echt warm heute. Wo war ich jetzt? Achso, ja. Also schlimm ist eigentlich immer freitags, egal in welche Richtung, weil in Köln ja so viele Autobahnen halt sich auch kreuzen und so. Da hast du dann oft so die Scheiße, dass du irgendwie von einer Autobahn vom einen zäh fließenden Verkehr in den nächsten wechselst. Aber Samstagnachmittag, wir haben glaube ich um 5 spielen sollen, ist das eigentlich so ein Ding, wo du halt, wir gucken immer vorher, was sagt das Navi, 3-4 Mal so im Verlauf des Samstags, aber normalerweise hast du da keinen Stress. Und es war klar, wir brauchen 20 Minuten von meinem Lager, von meinem Studio bis zu dem Auftrittsort, weil es in Köln war. So, und jetzt hat sich das aber wohl so zugetragen, von unserem Studio aus entscheidet das Navi ja immer, welche Strecke nimmst du. Du kannst halt in Köln fast immer quer durch die Stadt fahren. Da hängt es dann immer wieder davon ab, wie viele Veranstaltungen sind. Und ähnlich wie jetzt bei euch in der Region die nächsten Wochen ist halt hier auch gerade irgendwie ein Stadtfest am anderen. Also alles ist relativ crowded. Ja, nicht zu vergessen, die berühmte Döppegesser Kirmes. Ja, deswegen. Die immer noch ihre Wellen in den Sozialmedien schlägt. Und zwar weltweit. Ja, ist ein Groß-Event quasi. Nee, das hast du halt dann. Und dann entscheidet das Navi oft halt zu sagen, es ist manchmal halt, wenn man in der Stadt einen Auftritt hat, sinnvoller, auf die Autobahn rauszufahren, weil ich habe mein Studio relativ direkt an der Autobahnabfahrt von der A3 und dann kannst du so schönen Bogen außen rumfahren, von der 3 auf die 4, wenn du zum Beispiel in den Kölner Süden willst, ist dann oft schneller. Ne? Übrigens habe ich ein Studio neulich gesehen in einer Kurzstrecke von Pierre M. Krause mit Nina Chuba. Ja, die war um die Ecke. Da waren wir auch schon essen. Ja? Ne? Also wir waren ja jetzt bei den komischen Hippies in dem komischen Kräutergarten, aber wir waren gegenüber auf eine Pizza. Genau, ja, das ist ein schöner Laden auf jeden Fall und ja, habe ich auch gesehen. Ja, es ist halt, mein Studio ist da in so einem Bereich der Stadt, wo halt noch das stattfindet, was halt irgendwie Fernsehen oder ich war Konzerte halt, ich ist. Ich war halt in dem Five Guys, den die zwei halt sehr demonstrativ ignorieren. Ja, das stimmt. Der wurde auch, das Stück Strecke wurde auch weggeschnitten. Ja, auf jeden Fall hat unser Navi scheinbar so den Klassiker rausgehauen, weil nochmal, also mir ist sowas auch noch nie passiert, dass ich wirklich
Wir sind schon mal knapp angekommen, aber dass wir wirklich zur Auftrittszeit nicht vor Ort waren, ist jetzt das allererste Mal in meiner gesamten Laufbahn. Und der Klassiker muss wohl hier gewesen sein. Die 3 wird ab der Abfahrt, wo wir dann auffahren, kurz 4, nee, sogar 5-spurig, weil dann nochmal die, ich weiß gar nicht, was das ist, dann geht nochmal eine Autobahn ab, irgendeine der 5 Autobahnen, hier, keine Ahnung. Völlig egal, auf jeden Fall viel zu viel Gedönse halt. Und es gab diesen geilen Moment, dass das Navi entschieden hat zu sagen, Autobahn ist kürzer, wir fahren drauf und nach 10 Minuten hat es 2-mal auf dem Weg, den wir vor uns hatten, gekracht, aber genau so, dass wir die letztmögliche Abfahrt gerade passiert haben. Und dann stehst du halt, ne, so schön 30 Grad, überall Autos und dann sind diese 5 Spuren halt auch so geil, weil von allen Seiten, also auf der 2. von links ist ein Unfall und ohne Scheiß, 50 Meter weiter auf der ganz äußeren. Und dann hast du aber noch, weil das 5 Spuren sind, kommen noch irgendwie von 2 Autobahnen, die draufgefahren. Also bist halt noch an der Auffahrt. Ey, das war ein Chaos. Mein lieber Techniker, der Norbert, Grüße an der Stelle, ist gefahren. Der saß vorne und war die ganze Zeit am Keifen. Und der ist sonst auch die Ruhe selbst. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Ihr habt bestimmt auch schon mal im Stau gestanden, wenn ihr irgendwo hin müsst. Aber geil ist halt das Gefühl als Musiker, wenn da halt wochenlang Werbung, Plakate, die haben im Verlauf der Veranstaltung, in Köln ist das ja normal, dass man nicht die ganze Veranstaltung da ist, sondern die reden ja schon, seit die Veranstaltung noch, sagen, ja und um 5 Uhr, da kommt der Philipp, super geil. Da kommt der Jodacht, auf die Düppe gestern, komm. Und dann sind dann Leute, also, oh geil, da bleiben wir noch. Und das Allergeilste war, ich saß dann hinten im Auto und irgendwann meinte Janine, meine Assistentin, vielleicht rufen wir da mal jemanden an. Dann haben wir die eine Nummer, die wir hatten, angerufen. Tut, 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 tut. Zweiter Versuch. The number you've called is not available at present. Da hatten die einfach die Kontaktnummer aus. Dann haben wir einen anderen Künstler angerufen, der dort vor mir auftreten sollte, der zum Glück gerade von der Bühne war, wollten den eigentlich bitten, dass er Bescheid sagt, dass ich halt im Stau stehe und dass wir es nicht rechtzeitig schaffen werden. Ob das okay ist, wird halt eine Viertelstunde, 20 Minuten später werden. Ne? Der war aber schon weg, weil überall so krasser Stau ist und er zu einem anderen Auftritt musste. Dann hat er mir aber noch eine andere Nummer besorgt von der Frau vom Ansprechpartner, sodass wir die dann angerufen haben, um ihr Bescheid zu sagen, dass wir zu spät kommen. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war ernsthaft 30 Minuten später erst auf der Bühne. Was natürlich eigentlich so im Karneval zum Beispiel ein absolutes Riesenproblem gewesen wäre und auch richtig Geld gekostet hätte. Dir war es jetzt relativ egal, weil war halt Sommer, Straßenfest, dann haben die einfach irgendwie lustige Lieder laufen lassen. Und haben den Zauberer zuerst auftreten lassen. Genau, haben sie den bauchredenden Jongleur mit einem Auge, den haben sie dann schon mal zwischendurch auf die Bühne gelassen. Ah, ja, auf jeden Fall, das wäre jetzt ein klarer Fall für Aneinanderreihung von Scheiße. Das war richtig blöde Aneinanderreihung von Scheiße. Und vor allem, wenn man dann noch so Sachen hat, wir hatten nämlich die Woche davor bei einem Auftritt, sind wir fast zu spät gekommen, das kann ich auch noch gerne erzählen. Ich habe einen Autoschlüssel, der nicht an meinem Schlüsselbund dran ist, sondern der separat ist, hat unter anderem damit zu tun, dass mein Auto ja öfter von anderen Leuten gefahren werden muss. Jetzt waren wir so im Dausch, haben uns unterhalten, haben das Auto beladen, das Auto war offen, die Studiotür war offen, das Studio war offen, wir haben alles eingeladen und dann war der Schlüssel weg. Vom Auto vom oder Auto. Der Bund? Der Autoschlüssel. Und, der war in irgendeiner Tasche, ne? Nee, das war noch viel geiler und dann kam wirklich, das ist mir auch noch nie passiert, ey, wie durch kann man sein? Dann haben wir zu dritt unterm Auto gelegen, im Gebüsch ums Auto geguckt, ob er mir aus der Tasche gefallen sein könnte, den Vorraum des Studios, das gesamte Studio auf links gezogen. Ich bin wie so ein Bescheuerter. Ah, Moment, also dann kam ich ja hier rein und dann habe ich mein Portemonnaie hatte ich halt da hingelegt und da war ich dann nochmal kurz Hände waschen. Ah, vielleicht auch im Klo. Bin aufs Klo gucken gegangen. Nee, da ist er auch nicht. Dann nochmal zurück. Was habe ich denn da? Da war ich noch an der Kaffeemaschine. Dann hast du sogar irgendwann habe ich den Mülleimer ausgeleert, um zu gucken, ob ich ihn aus Versehen in den Müll geworfen habe. Ich war im Lager, wo die Gitarrenbags sind, habe da nochmal durchgeguckt, ob wir irgendwas gemacht haben. Wir haben also 10-mal den ganzen Tag rekonstruiert. Und in dem Moment muss man sich vorstellen, mein Auto steht auf einer Ladezone, blockiert damit auch eigentlich ein bisschen den Eingang. Also man darf da nicht halten, sondern eigentlich nur stehen, solange du das Auto belädst. Wusste, wir können den Wagen nicht mehr da weg bewegen. Es wird auch schwierig, den wieder umzuladen. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo wir los müssen, also nur noch die Chance haben, entweder den Auftritt abzusagen oder irgendwie ein anderes Auto zu organisieren, wo mein ganzer Scheiß reinpasst, damit wir noch rechtzeitig dahin kommen. Und am Ende ist es genau, wie es immer ist. Ich habe ihn nicht in irgendeiner Tasche gehabt, sondern er ist mir beim Wühlen im Lager aus der Tasche gefallen, in den Saum eines Vorhangs. Dadurch hat er kein Geräusch gemacht und lag dann da drin und war mit die letzte Stelle, die wir untersucht haben. Und
Ich habe mir noch im Bus auf dem Weg zum Auftritt einen Apple AirTag mit Schlüsselanhänger bestellt, damit ich in Zukunft meinen Autoschlüssel mit dem Handy orten kann. Der wahrscheinlich nicht zu orten ist, wenn du da in der Studiohalle bist. Wahrscheinlich. Und indoors oder wahrscheinlich auf, ich sag jetzt mal, auf 3 Meter genau ist und das hilft dir bei so Sachen gar nicht. Die sollen schon relativ genau sein. Also ich habe die Hoffnung von den Beschreibungen im Internet her, ist der so genau, dass er dir sagen kann, ist er in dem Raum oder im Nachbarraum? Nein, der Original AirTag. Ja. Der AirTag Vorgänger aus den 80ern, den würde ich mir gerne nochmal besorgen. Und zwar, vielleicht können sich die einen oder anderen vor 1985 Geborenen noch daran erinnern, dass es tatsächlich früher sogenannte Schlüsselfinder gab. Die hingen am Schlüsselbund und die haben so funktioniert, du hast gepfiffen und dann haben die gepiepst. Das ist geil. Ja. Gibt's die gar nicht mehr? Da fragst du mich weit. Guck mal bei euch im wie sagt man in Köln, im Bütchen. Im Bütchen. Die haben bestimmt so weit. Oder, irgendwo oder zwischen Kümmerling bei der Tafel. Bei der Tafel. Schlüsselfinder hieß das Ding. Schlüsselfinder, musst du mal gucken. Schlüsselfinder pfeifen. Ja, hast du gefunden. Cipolo, Schlüsselfinder, Ende der verlegten Gegenstände. So, jetzt bin ich mal gespannt, als hier ist wieder bist euer du, bist du quasi im großen Online-Großhandel unterwegs? Nee, ist eine Extra-Seite. Die funktionsreiche und farbenfrohe Wahl für alle. Warte. Um jetzt mal einen Konkurrenz-Podcast zu zitieren, hier googelt der Chef noch. Dein selbst. Gegenstand mit der Cipolo-App oder, ja genau, klingel deinen Gegenstand mit der Cipolo-App oder doppelklicke auf Cipolo, um dein Telefon bei Verlust anzurufen. Du machst ganz schön viel Werbung. Kannst du einfach sagen, das Ding oder so? Der Gerät. Der Gerät, also funktioniert fast so, wie du es beschrieben hast, nur man muss nicht mehr pfeifen. Sondern genau, also ähnlich wie bei dem Five-Gerät ist quasi hier, du musst in der Nähe sein. Der AirTag ist natürlich dann geil, wenn was geklaut wurde und es ist irgendwie weg. Ja, ne? Aber so macht es halt mehr Sinn, dass du was hast, weil halt voll gut, Johannes. Das, vielleicht haben wir jetzt hier voll den Service geliefert. Sieht aus wie so ein kleiner Einkaufschip mit einem Schlüsselanhängerdraht dran. Und den kannst du natürlich an alle möglichen Gegenstände machen. Und dann kannst du den über eine App halt anpingen und der hat wohl einen eingebauten Lautsprecher und klingelt dann zurück. Kannst du deinem Hund ein Halsband machen, kannst du dem unfassbar auf den Sack gehen, kannst du auf Kommando ausrasten lassen durch dein Gebell, durch dein Gepiepse. Ah, voll interessant, das ist ja echt ein guter Tipp, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hey, das gab es schon vor 1980. Ja, da war das halt noch so groß, da war das halt noch so groß wie ein Radiowecker, aber wahrscheinlich auch so schwer. So, hier ist mein Autoschlüssel, ich muss nur leider vorher noch das Gerät haben. ist ein bisschen so wie hast du denn so blaue Knie? Ja, da haut immer mein Schlüsselfinder gegen beim Autofahren. Ja, so ein bisschen so wie wenn die den Scheißhausschlüssel auf einer Tankstelle an so eine Autofelge mit so einer Kette machen, weißt du, so, die dann mitschleppen muss. Aber voll interessant, das wusste ich echt nicht, dass sowas gibt. Gibt es wohl auch eine Sprachsteuerung? Nee, wusste ich wirklich nicht. Aber ist doch naheliegend. Ich meine, was machst du, wenn du dein Handy nicht findest? Du fragst jemanden, dich anzurufen. Ja, genau. Dann vibriert das vor sich hin und dann hörst du das. Ja, also die Idee ist total sinnvoll. Ja. Schlüssel. Dann hast schon bestellt? Was kostet das Ding? Es gibt ja verschiedene, ne? Da muss ich mich jetzt nachher erstmal schlau machen. Da muss ich erstmal. Du brauchst ja mit dem Schiffshorn. Es gibt echt, für 10 Euro kriegst du einen Wireless-Schlüsselfinder mit Alarm und LED-Licht. Passt ja auch. LED-Licht ist immer noch mal so ein unique selling point. Alles hat heute irgendwie LED-Licht. Es muss auf jeden Fall blinken. Allein das Handys eine LED-Taschenlampe haben, ist ja schon ein Scherz, weil du allein mit dem Display ja schon leuchten kannst. Boah, da gibt's echt krasse Sachen. Schlüsselfinder, Keyfinder. Mit 85 Dezibel lauten Pieptönen. Auch nicht schlecht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Ich, also jetzt mal so ein bisschen, um Transparenz zu wahren, auch für die Zuhörer. Ich bin ja doch der immer für den Klappentext von unserem Podcast verantwortlich ist. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich schreiben soll, weil wir schon die ganze Zeit so schöne, seichte, dünne Kacke reden. Ja, Johannes, du hast dir das gewünscht, mal so eine Feel-Good-Folge zu machen. Aber vielleicht können wir das ja noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich hatte nämlich noch was auf meiner Liste, wo wir länger drüber reden müssen. Ich muss mal ganz kurz hier was eingeben. Müssen. Ja, auf jeden Fall. Ist im Prinzip ja auch im weitesten Sinne ein Feelgood-Thema. So, ich muss jetzt mal gerade gucken. Ist nämlich noch nicht gewesen. Genau. Und zwar, wenn du schon sagst, im weitesten Sinne ein Feelgood-Thema, bin ich mal gespannt. Ja, wir haben schon kurz drüber gesprochen. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, bevor wir uns hier in die Nässe setzen. Ich bin nicht ganz so gut vorbereitet. Also, ich bin vorbereitet, aber das habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Moment. Ein Scheiß bist du. Doch, ich bin immer spitzenmäßig vorbereitet. Also, mir wird ein bisschen schlecht, wenn ich. Es ist ekelhaft.
Oder warte, wir machen es. Ich werde schon geil. Wir machen es ein bisschen anders. Du, hast du WhatsApp gerade am Start? Ich öffne. Auf dem Rechner, ja. Ja. Ich schicke dir einfach mal einen Link, dann weißt du, worum es geht. Worüber wir auch nach den Sommerferien unbedingt sprechen müssen und wo ich noch so einen Plan mit habe. Ich sende. Wir müssen aber jetzt irgendwie die Zuhörer trotzdem mitnehmen. Also ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Ja, ich kann ja. Soll ich beschreiben, was ich sehe? Nee, ich will dich ja nur. Nee, du wirst sofort reagieren und dann können wir uns darüber unterhalten. Also das, ich möchte dich ja nur mit reinnehmen, ohne es jetzt groß erklären zu müssen. Da können wir nämlich beide darüber sprechen. Das ist, glaube ich, unterhaltsamer. Im Moment, auch wieder der Transparenz geschuldet, sehe ich nur noch deine letzte WhatsApp-Nachricht, die du mir geschickt hast. Und die wiederum war. Session läuft, bin noch kurz pinkeln. Ja, genau. Ah. So, und so, ich traue mich kaum zu senden. Ich bin noch ja, so. Ja, mach, komm, schick mal. Riemen auf die Orgel. Schick mal rüber. Oh mein Gott. Und dann. Oh mein Gott. Oktober ist es soweit. Oh mein Gott. So, und ich bin echt. Oh, krass. Gibt's. Ah ja, okay. Warte. 25.10. Ah, das ist schon alles relativ früh. Ich versuche jetzt die ganze Zeit, Samstag oder Sonntag. Ich versuche jetzt mal, zu beschreiben, was ich hier sehe. Aber es ist, fällt mir schwer jetzt zu sprechen, weil die ganze Zeit so Triggerwarnung. Es geht um das Musical mit den Hits von Pur. Abenteuerland. Von Pur gibt es nur einen Hit, der Party-Mix. Das wäre total lustig, wenn der einfach läuft. Das Musical dauert 8 Minuten 30. Was glaubst du, wie oft werden die. Oh, mir fallen schon so viele Sachen dazu ein. Was glaubst du, wie oft die Tänzer bei dem Musical von Pulp Disco Fox tanzen? Ich bin halt ein bisschen überlegen. Aber so Kamasutra Disco Fox, so mit Hand am Rücken und so. Bin halt echt, wann habt ihr Herbstferien in Luxemburg? Wie, du willst da wirklich hin mit ja, mir? Ja, ich würde da schon eigentlich ganz gerne. Dann aber mit richtigem Bootleg-Mikrofon als Reaction-Video. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen, aber es ist, glaube ich. Müssen halt Schmucke, ist illegal. Natürlich dürfen wir das nicht. Also machen wir. Boah, das ist leider auch sau teuer. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das auszugeben, aber witzig wäre also es schon. Ich nicht, aber pass mal auf. Du könntest doch vielleicht jemand, irgendwie deine Kölner Kontakte spielen. Ich wollte sagen. Kennst du nicht vielleicht Hartmut Engler? Der könnte uns doch. Aber ich suche gerade nach dem billigsten Play. Oh, ich habe. Das reicht doch. Guck mal hier. Ich warte. Pass auf. Nee, pass ich auf. Es gibt das große Höhner-Musical. Nee, pass auf. Es gibt Karten ganz hinten rechts. Wahrscheinlich hinter einer Säule. Das ist gut so. Für 50 Euro Stück. Ich finde, das könnte man. Oh mein Gott, da, so doch, viel Geld, man, ey, für so eine Kacke. Da könnte man vielleicht ausgeben. Wo ist denn das? In Düsseldorf. Das wäre nämlich das Geile. Wir könnten mit der Bahn hinfahren. Die tun also quasi, Moment, die sind Resident in Düsseldorf im Schauspielhaus. Warte, ich glaube im Kapitol. Da war ich schon lange nicht mehr. Ja, im Kapitol, ja, da war ich schon genau, lange nicht mehr. Kapitoltheater Düsseldorf. Ab Oktober geht es los. Also das wäre definitiv ein weiteres Thema. Wie lange sind Thema. Die denn dauerhaft da? Das kann ich ja nicht genau sagen. Das wird nämlich auf der Seite leider nicht verraten. Also ab Oktober 23, ich lese es mal kurz vor, so viel Werbung können wir machen. Deine Fantasie schenkt dir ein Land. Das Abenteuerland. Hand in Hand mit Pur findet Wunderbares zusammen. Jetzt halte ich fest, 30 Pop-Hymnen. Oh mein Gott! Ich lieb dich. Ein graues Haar. Lena, Drachen sollen fliegen. Funkelperlenaugen und natürlich Abenteuerland verschmelzen mit der einzigartigen Magie des Musicals. So entsteht mit Abenteuerland das Musical mit den Hits von Pur. Ein neues, emotionales Live-Erlebnis für Musical-Liebhaber, Pur-Fans und alle, Johannes, jetzt reden sie von uns, die es werden wollen. Ab Oktober 2023 exklusiv im Kapitoltheater Düsseldorf. Alter. Das ist richtig gut. Wie besoffen müssen wir dafür sein, um uns zusammen das Pur-Musical. Pass auf. Oh Gott, es geht noch weiter. Warte. Wir kaufen uns T-Shirts. Pass auf. Boah, es gibt ein Storyboard. Oh Gott, ist das gut. Oh mein Gott. Pass auf. Mitten ins Leben, mitten ins Herz. Abenteuerland, das Musical mit den Hits von Pur, nimmt euch mit auf eine herzerwärmende Reise. Mitten ins Leben. Willkommen bei den Stürmers. Willkommen bei den Geistern. Hier leben drei Generationen unter einem Dach. Da kann es schon mal turbulent zugehen. Oft heiter, manchmal laut. Hat Hartmut Engler das geschrieben? Wahrscheinlich. Also ist das Libretto, die Story ist von Hartmut Engler. Jetzt geht noch weiter. Hin und wieder ist es auch kompliziert. Mit den großen und kleinen Sorgen jedes Einzelnen, mit Freundschaften und Enttäuschungen, mit einer neuen großen Liebe. Wie gelingt der Aufbruch ins Abenteuerland?
Das ganze Ding dauert wahrscheinlich 75 Minuten. Willst du weg? Willst du raus? Willst du, wünsch dir was? Die Schirmers zeigen es dir. Und dabei geht es der Familie wie Millionen anderer Menschen auch. Manchmal braucht es ein unerwartetes Ereignis, um aufzuwachen. Mit ihren berührenden Songs trifft die erfolgreichste deutsche Popband PUR ihre Fans mitten ins Herz. Erlebt mit Abenteuerland das Musical mit den Hits von PUR eine emotionale Reise durch die Abenteuer des Alltags. Die das okay, pass auf. Ich will es nicht hier unterbrechen. Wenn wir beide miteinander. Es gibt auch noch ein Video mit Hartmut Also pass auf, Engler. Wenn wir beide miteinander in ein Musical gehen, ist das schon hart. Ja. Wenn wir beide miteinander in das PUR Musical gehen, da kann ich mal gleich Lippenstift aufmalen und so einen Regenbogen-Button an. Weißt du, das Schöne ist, das kannst du hier beides in einem machen, wenn du willst. Also soll noch einer sagen, ich habe nichts für queer übrig. Ich finde, es wäre eine sehr gute Sonderfolge. Die fragen sich dann alle, wer von uns wen aufreißen will. Das ist mir scheißegal. Mein Plan wäre, du kommst... Lass meinen Bart ganz lang du wachsen, kommst damit nach die sagen, hey, der Schöne und der du Bär. Du kommst nach Köln, wir trinken uns einen an, fahren schön mit der S-Bahn nach Düsseldorf. Gott, dann auch doch, wo kommt ihr her? Aus Köln? Ja, wissen wir. Nein! Wir kaufen uns so PUR-Shirts vorher oder leihen die im... Gut, pass auf, nein, wir kaufen uns PUR-Shirts vorher. Ja. Und zwar PUR-Shirts, die uns beiden, weil zu verlieren haben wir nichts. Nee. Die müssen uns beiden viel zu eng sein. Ja, okay. Die müssen richtig schlimm aussehen. So richtig schlimm. Also am besten welche mit so einem übergroßen V-Ausschnitt. Ja, gibt's bestimmt. Oder so eigentlich Girly-Shirts, die aber ja. So, also ich glaube Größe S kurz vorm Sprengen. Ja. Finde ich geil. Und dann find ich total geil. Kaufen wir uns, pass auf, dann kaufen wir uns so Ehrlich Brothers Hosen, so knöchelfreie Jeans mit ganz vielen Löchern und Zerstörungen dran. Und ich würde sagen, um das Bild abzurunden, dann S-Bahn Drills, also die komischen strohsohlige Stoffschlappen. Geil. Schönes Wort übrigens. Strohsohlige Stoffschlappen. Das ist ein guter Folgentitel. Ich schreibe mir das mal auf. Strohsohlige Stoffschlappen. Kannst du 10-mal hintereinander sagen? Die Sommerfolge. Strohsohlige Stoffschlappen. Okay, super. Ich wollte nur sehen, ob du tust. Können ja auch mal üben, ne? Strohsohlige Stoff. Aber ich würde sagen, da machen wir einen Deckel drauf, Johannes. Ich halte das mal im Hinterkopf. Gott. Wir müssen noch mal einen Termin gucken. Im Oktober geht's los. Es gibt nur noch Restkarten für die Previews. Die sind schon ausverkauft. Das heißt, du willst da im Prinzip einen Disco-Föx-Ausflug draus genau. machen. Genau. Also, ich meine, die 100. Folge pass auf, kommt dann versuch ja auch doch, schon pass bald. Wir sind ja schon bei Folge 78. Dann versuch doch, Pressekarten zu kriegen. Wir sind ja immerhin Podcaster. Ja, nein, wir sind Podcaster. Vielleicht kommen wir da irgendwie rein. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch ein Interview mit Hartmut Engler. In den Shirts. In den Shirts. Also ich finde, wir sind es den Zuhörern schuldig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir sollten 5 Fragen an Hartmut Engler als spontan Top 5. Ja. Können wir ja zusammentun. Frage 1. Herr Engler, echt jetzt? Ich glaube, wir sollten das vorbereiten. Ich denke, wir sollten uns damit beschäftigen. Wir sollten überlegen, ob wir das Budget aufbringen. Ich sehe das als 100. Folge. Ich sehe das als sehr, sehr schönen Nachbericht, dass wir schauen, dass wir Fotomaterial kriegen. Ey, liebe Leute, wir machen es einfach so. Wir können auch auf den Bibi und Tina Reiterhof oder so. Das ist nur halb so interessant wie das. Ich möchte persönlich wissen, wie die das geschafft haben, in dieser komplexen Geschichte, die ich eben vorgelesen habe. Weißt du, wie viel wir wegpiepen müssen, wenn wir das wirklich live kommentieren? Bei dir vielleicht. Vielleicht werde ich total begeistert sein, Johannes. Ich als großer Musical-Fan könnte mir durchaus vorstellen, dass die mich kriegen. Weil die Songs von PUR, die haben Herz, weißt du? Die haben Herz und Verstand. Ne? Und die erreichen die Menschen. Ey, die Preview-Karten sind fast alle weg. Also das macht doch was. Und Düsseldorf als Standort mitten in Deutschland, das Ding wird, ich garantiere dir, noch an dem Tag, wo Starlight Express aufhört, wird es das PUR Musical noch geben? Hundertprozentig. Ich glaube, die sind an einer ganz großen Sache auf der Spur. Und ganz ehrlich, ich möchte auch einfach wissen, solange es noch Betrunkene gibt, die 8 Minuten Disco Fox tanzen können,
würde es pur noch geben. Das ist richtig. Und die werden alle da sein. Ey, guck mal, wir werden auch die ganzen Leute aus der Bumsbude wieder treffen. Die sitzen alle in Düsseldorf. Pass auf, dann machen wir aber Folgendes. Dann ziehen wir uns ein T-Shirt von der Bumsbude an. Nein, wir ziehen uns die Pur-T-Shirts an und dann hören wir auf so einem Bluetooth-Lautsprecher ganz laut die ganze Zeit in Pur-Party. Ja, auf der Fahrt dahin. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwie, das müssen wir mal filmen. Ja, wir müssen das auf jeden Fall filmen. Wir werden Selfies machen. Ihr werdet also Bildmaterial kriegen. Und macht euch mal keine Sorgen. Also wir können es ja mal so machen, liebe Disco-Füchsianer. Ihr könnt uns ja gerne jetzt mal wissen lassen. Ja, Johannes, der stellt sich nur ein bisschen an. Ihr könnt uns ja gerne mal wissen lassen, wie sehr ihr Bock darauf hättet, dass zwei Experten wie wir sich zu Beginn der Spielzeit dieses Musicals in Düsseldorf mit diesem komplexen Thema beschäftigen. Wir werden Fragen klären wie, hat die Story Lücken? Gibt es hat die Mucke Lücken? Ist die Verknüpfung gut gelungen? Also ich meine, wir wissen ja alle, dass das immer eine super gute Idee ist. Okay, selbst kurze bei Lindenberg, Frage. Wie fandst du Mama Mia? Grauenhaft. Also wie toll. Es gibt eine geile Szene und das ist die Szene, wo Pierce Brosnan, der offensichtlich nur der Kohle wegen mitgemacht hat. Man muss sich immer wieder klar machen, der Typ war Bond und er hat in diesem Film Musical mitgespielt und er muss an einer Stelle mit seiner von Zigarren gestellten Stimme muss er mit Meryl Streep SOS von ABBA singen. Und da gibt es zwei, drei Kameraeinstellungen, wo du mit ein bisschen Produktionserfahrung siehst, die hatten einfach kein Material mehr, wo er nicht so füßend selber lachen musste. Und das ist so lustig. Meryl Streep ist doch auch wirklich eine renommierte Schauspielerin. Die ganze Warum macht die denn den Scheiß? Was meinst du, was die Gagen gekriegt haben? Ey, die, aber ich weiß schon genau, wer. Aber ist auf, Geld wenn, drucken. Wenn, die wussten alle, da wirst du dreistellige Millionen Gagen kassieren. Wenn pur das Musical irgendwann verfilmt wird, was definitiv stattfindet, dann stellt sich ja eigentlich nur eine Frage. Matthias Schweighöfer oder Elias Mbarek? Ich wollte gerade sagen, Elias Mbarek wird hundertprozentig Herrn Schirmer spielen. Das kann ich jetzt schon sagen. Und lass mal überlegen, wer wird denn noch mitmachen? Wen brauchen wir denn noch? Die Standards halt hier, also Schweighöfer auch safe. Wir brauchen auf jeden Fall einen Senior, der mitspielt. Ja, Christoph Maria Herbst bis dahin. Bei Uwe Ochsenknecht wird bis dahin wahrscheinlich zu alt sein. Er muss dann schon Senior spielen. Didi Hallervorden ist bis dahin sehr wahrscheinlich tot. Hannes Jennecke. Der macht sowas nicht. Hannes Jennecke ist ja noch einer der wenigen, die auch Scheiße drehen, aber der versucht so ein bisschen real zu sein. Ich glaube, da ist so eine Grenze für ihn erreicht. Pass auf, Harald Schmidt. Ist vielleicht auch schon zu alt. Also ich glaube, Harald Schmidt ist aber cringe genug, der würde das unter Sarkasmus. Ich will nicht nix jinxen, aber wenn jetzt erst das Musical kommt, bis der Film gedreht wird, ist die Riege nicht mehr unbedingt imstande und präsent genug, etwas zu drehen. Gut, in dem Fall. Also musst du ein bisschen jünger denken. So eher in dem so, Fall fällt natürlich auch Thomas Gottschalk aus, Also wenn dann eher so Ochsenknecht und so. Außerdem, wir wissen ja gar nicht, wir kennen ja die Story noch nicht. Wir müssen ja erstmal ins Musical gehen, um zu raffen, wer die Schirmer sind und was alles spannend passiert. Meinst du, das kommt schlecht rüber, wenn ich während das Musical läuft einfach auf YouTube eine Doku gucke? Wäre eigentlich auch geil. Lass uns doch einfach in das Pur-Musical fahren und einfach auf dem iPad in der ersten Reihe Netflixen. Lass uns das doch bitte machen. Nee, das ist, wir gucken auf Netflix einfach, ich weiß es nicht, irgendeine Kacke. Das ist nicht halb so lustig, wie wenn wir da hinfahren und gucken uns mit dem Versuch, ich bitte dich ja nur um den Versuch, vorbehaltlos in das Musical zu gehen, zu versuchen, im Prinzip ist es ein bisschen wie LOL. Wir müssen versuchen, nicht direkt lachen zu müssen. Das ist die härteste Challenge. Ich meine, wir können auch ins Fuck You Goethe Musical, das es mittlerweile auch gibt, das läuft. Nein, aber Pur ist schon eine andere. Pur ist es nicht. Mir wird seit Monaten mir die Werbung für Fuck You Goethe angezeigt und es ist so unglaublich schlecht, ohne einen Ton gehört zu haben. Aber alleine der Versuch, die Figuren aus dem Film in dieses Musical zu packen und dann daraus wahrscheinlich mittlerweile noch glatt gebügelt, damit nicht irgendein Ärger aus der Vogue-Bubble kommt, weil irgendeiner einen türkischen Akzent kopiert. Es ist immer scheiße, wenn irgendwo draußen Musical gemacht wird. Und no offense, aber die Idee hinzugehen und zu sagen, wir haben jetzt hier die Lieder von Pur und stellen dir auch hier wieder das Produktionsmeeting vor. Und schon haben wir wieder ein Spontan-Fünfer-Ranking, weil welche fünf Sachen würden wir gern als Musical sehen? Ich fange mal an. Also soll ich einen Trailer spielen? Ja, komm. Lass mal gucken, ob wir es spontan was hinkriegen. Läuft. Also wir haben halt jetzt nicht vorbereitet. Ja, null. Aber welche fünf Sachen würden wir gerne als Musical sehen? Ich fange mal
Ich fange mal an mit, lass mich überlegen. Ja, komm, lass mal ganz banal die Geissens. Weil da kannst du schöne kölsche ja. Urgesteine als singende Darsteller nehmen. Ja, ja, okay. Kann man versuchen. Ich fände richtig schlimm, es wäre vielleicht sogar schon mein Platz 1. ein Musical, das sich komplett bei der Erzählstruktur von Goodbye Deutschland orientiert. Also ein Auswanderer-Musical. Klingt erstmal wie Castaway, nur dass der Typ abgestürzt ist und unfreiwillig auf seiner Insel saß. Aber ungefähr den gleichen Charme hat ja die Sendung. Und dann hast du natürlich so, du kannst so geile Songs einbauen wie Sail Away und irgendwie Somewhere Over the Rainbow. Kannst du richtig schöne, ganz breite Geschichte erzählen vom Scheitern im Ausland. Ich finde, ein geiles Musical muss halt eigene Songs haben. Die müssen doch mal gleich sein. Ja gut, aber das ist ja schon lange vorbei. Nehmen wir mal an, du hast jetzt zum Beispiel das Geissen-Musical, ja. Ne? Und Robert Geiss sagt so was wie Carmen, ich glaube, der Bugatti muss wieder nach Perlweiß umlackiert werden. Dann ist dies ja die Saisonfarbe. Und dann geht die Musik los und auf einmal kommen aus aller Ecke so Tänzer, so Strampelanzüge und fangen sich so fake-mäßig an zuzurauen. Oh, die Saisonfarbe. Dann geht das los. Dann kommt so aus allen Stimmen, Saisonfarbe. Und dann fängt irgendwann Robert Geiss an und sagt, ja, jedes Jahr. Dann fängt er an, seinen Song zu singen, so wie jedes Jahr muss der Bugatti andere Farbe haben. Und dann alles hinten der Chor wieder mit so Gehstöcken am Tanzen. Klar, und so Steppschuhen an und so Zylindern. Ja, ja, also ich will Frauen in so Glitzerbadeanzügen mit Steppschuhen und Zylindern und so Gehstöcken haben. Was sagt Carmen denn dazu? Und dann kommt Carmen raus. Die wird dann gesungen von so einer kölschsprachigen Tina Turner. Ich weiß nicht, fällt mir gerade ein. Kölschmusik ist ziemliche Männerdomäne. Ja, total. Ne? Also da gibt es nicht viele, vor allem kaum Namen, die dir was sagen werden. Ne? Trude Herr ist ja schon tot. Trude Herr? Die hätte es halt machen können. Also mir fällt eigentlich nur Marita Kölner ein. Die heißt tatsächlich so. Ja, hast du Marita Kölner, die singt dann halt die Carmen Geiss und sagt, ach, Robert! Nee, ich höre so eine Andrew Lloyd Webber-mäßige Ballade, wo sie auf so einer Brüstung steht, ganz gedankenversunken, schummriges Licht und sie ist so, Robert! Warte mal. Robert! Moment. Warum bist du so voll? Robert! Genau so. Und dann muss irgendwie was Elton Johniges kommen? Ja, ja, klar. Der zweite Rolex und jetzt der Bugatti lackiert. Robert! Um Gottes Willen. Das ist so etwa. Wäre übrigens ein super Hit für Milli Vanillovic. Ja, arbeiten wir auch noch dran. Nee, finde ich gut. Aber ich glaube, das Goodbye Deutschland Musical ist auch nicht schlecht. Das hat sowas von Aufbruch. Da kannst du natürlich bekannte Titel, was ja auch mittlerweile immer mehr machen. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie bei Fuck You Goethe, ob die extra Titel komponiert haben. Mittlerweile ist das ja auch ganz, ja, ganz schlimm neu. Ist halt ja so wie bei der Passion, dass die. Ja, so. Übrigens die Passion, so, ja. Passion auf jeden Fall Platz 4 bei mir. Nee, die war aber schon. Mit eigens komponierten Songs. Okay. Also die dann quasi so, sagen wir jetzt mal, und da muss auch einen ganz cringigen Komponist haben, wie zum Beispiel Jack White oder, also nicht Jack White, White Stripes, sondern ja, Jack White Schlager, ja, Deutschland, ja. 80er Jahre. Oder halt auch Ralf Siegel hätte ich auch gedacht. Der dann halt so Songs schreibt wie ans Kreuz mit ihm. Ja, vielleicht. Weißt du, dass die sowas sagen wie Pontius Pilatus? Pontius Pilatus, oh Gott. Pontius Pilatus wird gespielt von Olaf der Flipper. Genau, Olaf der Flipper spielt Pontius Pilatus. Aber hat man, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge erwähnt. Der macht ja nichts. Pass auf, aber wer wäre ein guter Kandidat dafür? Wer auf jeden Fall hast du einen Platz 4? Sonst fällt mir sofort sonst noch mal ein. Ja, und zwar kann ich mir ganz gut vorstellen, auch wenn es schon ein bisschen rum ums Eck ist, aber das machen Musicals ja ganz gerne. Die nehmen ja was sie aufwärmen können, was früher ein großer Erfolg war. Und ich stelle mir geil vor, ein Gerichtsmusical mit Barbara Salesch. Also mehrere der Topfälle, das ist easy umzusetzen, weil du hast eigentlich nur einen Gerichtssaal, wo das Ganze spielt, und du hast natürlich mit den Kostümen, die können sich die Roben vom Leib reißen, du kannst verschiedene Leute reinbringen, hast du alle Komponenten drin, die Judikative im Raum als das Gute, der Rechtsanwalt, der Staatsanwalt, die Bösen, ja. mega geil. Urteil, Salesch fällt das Urteil in den Knast. Ja, genau, ja.
Und dann der Chor. In den Knast, in den Knast, in den oh Knast. Oh Gott, er muss ja in den Knast, in den Knast, in den Knast. Ja, mega. So war's halt. Und dann ne? Gastauftritt von Apache als schwer verurteilter Drogenabhängiger. Ja, finde ich, also es wäre mein Platz 4. Definitiv ein Gerichtsmusical okay. Mit Barbara Salesch. Hatte ich nicht schon Platz 4? Wie war denn das? Jetzt haben wir ja, doch, ein bisschen verquer angefangen. War dein Platz 4 hier die Passion. Die Passion. Genau. Gut, mein Platz 3, auch lustig als Musical, die Seitenbacher-Werbung. Aber da, ob das trägt über 75 Minuten? Weiß ich nicht. Ist ja nicht mein Ball. Also ich meine, also jetzt nochmal, um die Spanne zu pur zu schlagen, ob das trägt. Ich weiß es nicht. Ja, auf keinen Fall. Aber ich meine, die machen ja immer eine Geschichte. Ich meine, was halt auf jeden Fall aussteht, mein Platz 3, ist jetzt vielleicht gar nicht so witzig, weil es wahrscheinlich auf jeden Fall passieren wird, ist natürlich Der Junge muss an die frische Luft, das Musical. Nachdem der Film ja so ein großer Erfolg war und Habe Kerkeling auch extrem viele Schlager für den ganzen Quatsch hat schreiben lassen und selbst getextet hat, wird es natürlich ein Musical geben. Die Frage ist, ja, wer spielt dann, wer spielt dann den kleinen Habe Kerkeling? Ne? Also, Kristall. Ist die Selbstzerstörung einer Legende. Kristall spielt den kleinen Habe Kerkeling. Wie geil auf jeden Fall. Ist das denn? Und es würde so gut passen. Kristall und Ralf Schmitz teilen sich die Rolle. Oh Gott, das kam auch so direkt. Kristall, sehr gut. Gut, mein Platz 2 ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Wenn man es richtig macht, könnte es sogar wirklich ein Musical-Erfolg werden. Und zwar ist mein Platz 2, ich hoffe, du kennst halt jetzt noch, eine Musical-Version der alten ZDF-Serie Die Wicherts von nebenan. Ja, doch, das könnte ich mir sogar vorstellen. Könntest du aber auch analog mit Ekel Alfred machen, da gab es auch noch kein Musical zu. Das wäre ein bisschen kerniger. Ich glaube, Ekel Alfred als Musical doch. Heute wäre tatsächlich zu Nein, das ist zu. Ja, natürlich abgemildert, ne? Also, der ist natürlich in die Jetztzeit übertragen. Aber. Ekel Alfred als Musical müsste von Dieter Nuhr geschrieben werden. Ja, genau. Das muss ein richtiges Boomer-Musical sein. Genau, absolut. Mhm. Aber wenn ich drüber nachdenke, total stark. Gut, dann lass mich mal überlegen. Mein Platz 2 wäre dann, habe ich Platz 2 oder Platz 3? Platz 3 war die Seitenbacher-Werbung. Genau. Dann sagen wir jetzt mal, Platz 2 waren die Wicherts von nebenan. Ja, wo wir uns jetzt uneinig waren. Beziehungsweise, wo du jetzt Ekel Alfred hattest. Ich verstehe das Konzept. Also so eine, obwohl, dann bist du ja beim Pupu-Musical, ne? Irgendeine Familie, die ihren Alltag auf der Bühne teilt. Also ist erstmal ein schwieriger Aufhänger, ne? Dann jetzt, wo wir schon bei Fernsehklassikern sind, mein absolutes Lieblingsmusical. Und da würde ich hingehen und wenn das irgendwann kommt, gehe ich da hin und ich lade dich ein. Ist alles nichts oder. Ja. Mit Hugo, Egon Balder und Hella von Sinn. Am liebsten noch in den Hauptrollen als Musical-Darsteller. Okay. Kannst du dich an alles nichts oder erinnern? Ja, kann ich mich. Also die Sendung bestand aus schwachsinnigen Spielen, hatte keinen richtigen Sinn, wie so viele Balder-Sendungen. Auch Tutti Frutti zum Beispiel hat spielerisch keinen Sinn gemacht. Da wird sich keiner dran wagen. Du musst ja schon irgendwo eine Geschichte erzählen können als Musical. Also wie man jetzt bei dem Pum-Musical sieht, das ist ja sehr an den Haaren herbeigezogen, muss ja irgendwie eine Geschichte entstehen. Ach, jetzt sei mal nicht so gehässig. Ich hatte mir gehässig nicht so tun. Ich habe ja einfach nur vorgelesen, das, was die in ihrem Teaser-Text haben, ist ja noch nicht mal eine Geschichte. Die haben sinngemäß gesagt, das ist eine Familie, die sind voll normal und die haben so richtig normalen Alltag. Und darüber singt Po jetzt mal ein paar Lieder. Da fällt mir aber noch einiges anders ein, wie zum Beispiel die Supernasen alle Mike Krüger, Thomas Gottschalk-Filme als Musicals. Da kannst du eigentlich alles machen. Eis am Stiel gibt es ja auch schon als Musical. Ne? Moment, da waren noch Hits drin. Da war dieser Song drin, bei dem sich Mike Krüger über die Stotterer lustig gemacht hat. Oder wie das ging, ne? Ja, kannst du dann alles verwursten. Ich glaube, jetzt waren wir noch nicht im GEMA-relevanten Bereich. Aber das Musical hätte dann den Namen Politisch Inkorrekt. Oder auch, weil ich schön finde, wäre DJ Bobo das Musical. Ja, das ist aber Scooter das Musical. Das ist aber gefunden. Also ich meine, das schreibt sich von selber. Oder auch so, Scatman John das Musical. Fände ich auch ziemlich gut. Das finde ich nicht schlecht. Scatman John, aber das wird wahrscheinlich schwer, da jemanden zu finden. Ich meine, man könnte natürlich auch so ein, gute Idee. 90s Musical mit den besten Hits der 90er. Nee, das gibt ja bestimmt schon irgendwo so 90s Revue. Ja, nicht Revue, so Musical. Da wird auch eine Geschichte erfunden von einem Typen. Aber das ist, in dem Moment, wo du dann weiß schon ich's. Die Songs, die Originalsongs so Olli Geissen-mäßig zusammencastest, ist das kein Musical für mich. Dann ist das eine Revue. Nee, ist aber mittlerweile leider im Musical-Geschäft angekommen. Und ich habe eine super Idee für ein Musical, das man auch mit Titeln aus dem Jahrzehnt bedienen könnte. Und zwar
das Musical Duisburger Love Parade. Da ist alles drin. Ne? Da hast du einen Protagonisten, der sich fertig macht, der dahin geht zur Love Parade und dann bauen die diesen Tunnel nach, diese Unterführung. Und du hast natürlich alle Hits der 2000er, 2010er Jahre aus dem ganzen Rave-Bereich am Start. Wird ein Raver-Musical, weißt du, da gehen die Leute in die Bock drauf. Also bei mir jetzt noch spontan kam, war Michelle Friedman das Musical. Das auch nicht auch schlecht, ja. Aber ja. Was natürlich... Soweit wie... In meinem Restaurant, da koche ich selber. Jetzt geh du mal da vorne gucken, die Antipasti. Das ist schlecht. Und dann nebendran sitzt Christoph Schlingensief und sagt, ich war schon mal in einem Restaurant. Weißt du, so halt. Eieiei, ist aber schwere Kost. Das ist dann eher so ein Musical fürs Feuilleton, würde ich sagen. Ja gut, hast du das mal gesehen durch die Nacht? Ja, klar, mit, legendäre Folge. Ist ja auch Feuilleton. Aber mir fällt noch eine gute Nummer ein, wäre vielleicht sogar mein Platz 1. Feuilleton sind halt nicht Sofas. Nee, das ist doch hier diese kleine Süßspeise, die man überall kriegt. Mein Platz 1, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Idee, weil ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch richtig bei Plätzen sind. Ihr seht, es geht auf die Sommerferien zu. Wir sind durch. Wir schäumen über. Uns. Wir drehen ja völlig durch in unserer Musical-Kreativität. Ich hätte noch einen. Und zwar, was natürlich vollkommen naheliegend wäre, wäre entweder, muss ich gerade beides nochmal auseinanderklabüßern, entweder Musical über Cum-Ex oder Wirecard. Das wäre natürlich, oder Compliance bei der Bild. Lass mir überlegen. Wirecard. Ja, klar. Genau in dem Stil. Marschalek, Marschalek. Marschalek, Marschalek. Nun ist er weg. So was. Der schon gegen Ende des Musik. Ja. Nee, aber das ist total naheliegend, dass da mit Sicherheit jemand kommt und sagt, pass auf, wir machen ein richtig krasses Musical über Zeitgeschehen. Und lustig, die Rolle Olaf Scholz hat keinen Text. Das wäre super witzig, genau. Oder, der bekommt einen Song angelehnt an Tequila. Komplettes Instrumental und es gibt immer nur eine Generalpause, wo Olaf Scholz was sagt. Ich erinnere mich nicht. Vergessen. Also quasi, Moment. Vergessen. Vergessen. Ja. So könnte ich mir das vorstellen. So ein leichtes Sommermusical, das einfach versucht, spielerisch den Menschen nochmal den Wirecard-Skandal näher zu bringen und gleichzeitig aber mit so einer Unternote, wo die Bundesregierung quasi Mitproduzentin ist und sagt, wir haben nichts falsch gemacht. Also es war definitiv nicht unser Schuld. Du meinst soweit wie Danke Merkel Productions. Fängt dann an mit so einer Nummer, die angelehnt ist an Elton John, an Bowies Changes. Die geht... Baffin, so als Kanon gesungen von mehreren Musical-Darstellern, die über die Bühne tanzen in so Euro-Schein-Outfits, weißt du? So eine ist ein 100-Euro-Schein, der andere ist ein 200-Euro-Schein, die tanzen so über die Bühne und sind mitten im Thema, finde ich total geil. Also es wäre, glaube ich, ein ziemlich cooles Musical. Okay, um da jetzt mal einen Deckel drauf zu machen, ihr Lieben, schreibt uns, wenn wir wirklich für euch in Abenteuerland das pure bitte, Musical fahren bitte, sollen, bitte. Schreibt uns bitte noch öfter, wenn wir das nicht sollen. Und dat, also ich würde ja das Geld lieber sinnvoll anlegen, zum Beispiel in harte Drogen. So, du kannst schlage ich noch schnell eine ESO-Ecke vor, weil das irgendwie tatsächlich zum heutigen Tag passt. Ja, warte, eine Sekunde, dann kommt natürlich hier unser Bumper, denn Johannes möchte noch einmal esoterisch werden. Da läuft's. Carpe diem, nutze den Tag. Seize the day. Der esoterische Kalender. Mit Johannes. Jawolleck. So, ich sag nur so viel. Heute ist Dienstag, der 20. Juni und ich schaue gerade auf den Kalender drauf, der natürlich immer hier steht, auf meinem Nachtschrank. Und Zitat des Tages heute. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Alter, das ist so krank. Ich finde, das passt total zu der Folge. Wer an Schnecken leckt, der hat die Wolken. Wer an Schnecken leckt, der weiß, wie der Kröten leckt. Wer Kröten leckt, der weiß, wie Mauke. Wer Schmetterlinge küsst, der hat den Absprung verpasst, oder was? Genau, wie war der Satz? So lies nochmal vor, ich muss das sacken lassen. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken.
Ja, weil der natürlich auch Pilze gegessen hat. Ich glaube, das wird ein neuer... Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Pilze schmecken. Ich glaube, das ist der Titelsong vom neuen Album von Michael Wendler. Wer Schmetterlinge lachen hört, ey, es klingt wie der nächste Song von Olaf dem Flipper. Nein, das klingt für mich viel mehr nach Schmetterlinge lachen hört. Das Vanessa Mai. Der weiß, wie Wolken schmecken. Nein, wer Schmetterlinge lachen hört, ist die neue Silbermond. So. Ich muss mir das gleich aufschreiben, das ist echt ein guter Hit. Heutiger Tag, ihre lachen hört. Ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf, das ist ja klar. Ne? Ihre rasche Auffassungsgabe erweist sich heute als zweischneidiges Schwert. Sie finden sich zwar gut in neuen Aufgabenbereichen zurecht, sind jedoch schnell gelangweilt, ja, wenn sie nicht gefordert werden. Meiden sie Routinearbeiten und stürzen sich in unbekannte Herausforderungen. So, jetzt pass auf. Service. Jetzt gehen wir natürlich auf Freitag, den 23. Juni. Also heute, wenn ihr die Folge druckfrisch hört. Heute, wenn ihr die Folge hört. Und da sagt Eleanor Roosevelt, ja, kennt sie nicht, als Zitat des Tages, tue die Dinge, von denen du glaubst, dass du sie nicht kannst. Würde ich sagen, sind wir gerade voll dabei. Ja, klar. Das ist mein Zwillinge geboren. Daily Motto. Zwilling geboren. Also wir sind ja beide Zwilling geboren. 8. Juni, für die, die uns reich beschenken wollen nächstes Jahr. 8. Juni und wir mögen unfassbar Goldbarren. Gerne Goldbarren. Goldbarren. So, Zwillinggeborene brauchen heute nicht viel, um sich glücklich zu fühlen. Ja, stimmt. Lediglich ein paar Goldbarren. Nein. Schon Kleinigkeiten genügen, um ihnen ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. Gehen Sie entspannt durch Ihr Leben und genießen Sie die kleinen Freuden des Lebens, die der Tag für Sie bereithält, aus vollem Herzen. Wow. Ja, das schön. Das ist beautiful. Das ist genau, beautiful. Gebt nichts her. Also esoterisch. Ne? Gut, wollte ich, einfach wollte die ich Wahrheit, los geworden einfach sein. Finde ich auch schön, dass wir mal jetzt gerade unsere Feelgood-Folge heute. Wie war nochmal der Vorwort Titel, Johanna? Stofflige Stoffpantoffel. Strohsohlige Stoffschlappen. Strohsohlige Stoffschlappen. Das ist der Titel für die heutige Folge, ihr Lieben. Dann könnt ihr mal ein bisschen euch mit beschäftigen, mit diesem Neologismus seitens Herrn Schier. Ne? Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von schierschen sprachlichen Diskrepanzen und Dekadenzen, dann solltet ihr am Montag, den 26. unbedingt auf unserer Sponsor- und Lieblingsseite, ich verbringe ehrlich gesagt die meiste meiner Bildschirmzeit auf dieser Seite, www. Davon etwa die Hälfte mit Hose oben. Ungefähr, weil ich so gefesselt bin. Ich komme ja sonst zu nichts. Ne? www.54.de 5 als Zahl. Was für ein schönes Wortspiel. Ich komme zu nichts anderem. Ja, ist so. 54.de, da einfach mal reinschneien, zum Beispiel am Montag, wenn der geschätzte Kollege Schier da wieder seinen Senf abgibt, mit weiser Voraussicht in den Blick. Ansonsten wünschen wir euch, wenn ihr aus NRW seid, schöne Ferien. Haben ja bei euch jetzt schon angefangen, wenn ihr diese Folge hört. Und ansonsten solltet ihr in Luxemburg oder in anderen Bundesländern oder aus Afghanistan zuhören, was weiß ich, dann halt noch keine schönen Ferien halt später. Ja, scheiße. Genau, Arsch lecken. Wir hören uns auf jeden Fall mit einer vielleicht weiteren sommerlichen Folge. Ah, eins kann ich noch anteasern. Die armen Ukrainer, die haben noch keine Sommerferien. Tja, Augen auf bei der Länderwahl. Ich würde sagen, es gibt noch eine Sache für nächste Woche. Nächste Woche bekommt ihr die letzte Folge vor der Sommerpause, deswegen diese Folge hier besonders aufmerksam hören, denn wir haben ein Easter Egg versteckt. Sage ich einfach mal. Wenn ihr das findet, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ansonsten kriegt ihr nächste Woche von uns noch auf alles in Philips DMs. Genau. Philips DMs auf Instagram. Meine werden nicht gelesen. Genau. Ja, ab dem 1.7. lese ich ja auch nichts mehr. Ansonsten könnt ihr aber sehr, sehr gerne dringend mal noch nachholen, denn ihr kleinen Schlawiner, ihr seid da wirklich sehr, 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 sehr schwer zu kriegen, müssen wir zugeben. Wir haben einen YouTube-Kanal, der ist total leicht zu finden. Ihr geht einfach auf YouTube, dann gebt ihr da DiscoFox ein. DiscoFox. Und dann geht ihr auf den Kanal von DiscoFox und dann könnt ihr dort, ihr werdet automatisch ein Video von uns. Sag es bitte nochmal aus Kölnisch. Daniel auf der Kanal. Daniel auf der Kanal. Und dann seht ihr automatisch ein Video. Und unter diesem Video könnt ihr auswählen,
abonnieren. Und ihr könnt auch eine kleine Glocke aktivieren. Und das solltet ihr unbedingt machen, denn Johannes und ich haben es ja vor 2 Folgen versprochen. Von meinem Konzert am 8.6. gibt es Videomaterial von unserem Auftritt. 7.6. Sorry, genau. Von diesem Konzert gibt es Videomaterial von unserem gemeinsamen Auftritt. Das werden wir nächste Woche auch noch auf YouTube veröffentlichen im Lauf der Woche. Also vielleicht einfach mal am Stissel bleiben und mal so ein bisschen gucken, wann da was geht. Und das wäre natürlich noch entspannter, wenn ihr einfach abonniert und die Glocke aktiviert. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich auf Instagram gehen, unserem Kanal folgen und auf Facebook unserem Kanal folgen und überall unserem Kanal folgen. Ja, Philipp, was gewinnt denn jetzt derjenige, der das Easter Egg gefunden hat? Das verrate ich nicht. Das müsst ihr herausfinden, Leute. Also, sucht das Easter Egg. Wir sind so modern. Darf ich einen Tipp geben? Okay. Der Goldbarren war es nicht. Ja. So, ihr müsst leider noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich werde jetzt auf jeden Fall in meiner letzten Dienstwoche als Discofexianer mal noch die Wendler Live-Platte hören. Ich glaube, die lege ich mir jetzt noch mal so ein bisschen auf. Das ist genau das Richtige für so einen heißen Sommerabend. Trink eine Flasche Prosecco dazu und freue mich darüber, als der Wendler noch cool war. Wenn wir nächstes Mal aufnehmen, da steht sogar noch die Areola schon, drauf. dann werde ich im Frei sein. Das heißt so viel wie, ich habe eine neue Beschäftigung gefunden, in der ich, glaube ich, recht gut bin und die ich mir jetzt stärker aneignen will. Und zwar handelt es sich dabei um Mittagsschläfchen. Cool, ja. Und ich werd also meine Mittagsschläfchen-Skills extrem ausgebaut haben und werde dementsprechend entspannt in die wir schicken alle in die Ferienfolge reingehen. Wollen wir denn überhaupt schon ein Preview für die nächste Folge geben oder wollen wir uns da komplett treiben lassen? Ganz entspannt, du bist schon in den Ferien, ich nicht. Würde sagen, wir lassen aber die komplette Folge lang im Hintergrund GEMA-freien Reggae auf. Ja, das ist eine super Idee, sowas. Ja, vielleicht machen wir auch wieder irgendwas mit Reggae. KI, vielleicht bereite ich was Fluffiges vor, irgendwas, was uns was vorsingt oder was vortanzt oder vielleicht machen wir nochmal ein ChatGPT-Gedicht, ein Sommergedicht oder sowas. Ich kümmere ja mal ChatGPT, unser Musical, unser Seitenbacher Musical super schreiben Idee. Lassen. Oder unser, was hatten wir noch für Ideen? Jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung. Da musst du dir die Folge halt nochmal anhören, Johannes. Ach, Scheiße. GZSZ, das endlose Musical mit geberfreier Musik. Die mit spielen geberfreier so lange, bis der Saal leer ist. Rekord, ich 25 Minuten. In dein Herz. Komm, wir machen Deckel drauf. Ihr Lieben, schwitzt noch ein bisschen, aber nicht zu dolle. Genießt eure Ferienbeginnwoche oder wenn noch nicht, dann haltet noch ein Wöchlein durch, bis ihr am 1.7. Aufhören habt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste sommerliche Folge am 30.6. Wünschen euch ganz viel Spaß am Montag mit Cheer sein Senf am 26.6. Und verbleiben. Johannes, hast du noch letzte Worte für unsere geschätzte Zuhörerschaft? Ja, ich muss Häufchen. Alles klar. In diesem Sinne machen wir ganz schnell. Hier kommt der Abbinder. Und wir danken euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Bleibt brav und schickt uns gerne DMs. Und nicht vergessen, den YouTube-Kanal unbedingt aktivieren, denn da kommt nächste Woche Videomaterial von uns auf der Bühne. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut und tschüss zusammen.